ist eine Tür öffnen. Was? Was ist das? Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Fällt mir da bestimmt gleich ins Maul. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Das war klar. Nichts Neues. Ah, wenigstens wird es an jedem Automaten angeboten. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit zu Ihren Diensten. Errungenschaft freigeschaltet. Willkommen auf Monument Island. Ah, da ist es. Monument Island. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Seat of the Prophet shall sit the throne, and throne in flame the mountains of man. Okay. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Es scheint hier irgendwas auch mit Fremdenfeindlichkeit zu tun zu haben. Thank you.
sind es die Gegenstände, etwas zu verändern. Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbrannten. Was machen die mit ihr? Ich kann nicht. Oh Gott. Oh, da passiert irgendwas. Was? Facility unsafe. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Hier keine Waffe. Im Kleiderraum. Da müssen wir hin. Es ist sie. Kann mich nicht sehen. Thank you.
Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Abgedreht. Dieser Job wird immer mieser. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Keine Vermischungen, ey. Was ein Gedankengut. Bibliothek. Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. So kommen wir raus. Das wird sich zeigen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Hier lang, kommen Sie! Warte! Schnell! Hol den Aufzug! Was ist das? Rück den Knopf! Meistens stehe ich da in großer Entfernung zu. Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Nee, Moped. Moped. Vorsichtig, Elisabeth. Nicht jetzt. Schnell! Hier oben!
lass mich mal. Wohin? Lauf! Genau, wir kämpfen gegen den Vogel und gehen erstmal raus. Diesem Raum. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Anna? Anna? Elizabeth, alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie... Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Mr. DeWitt. Wie hat die mich jetzt so schnell aus dem Wasser bekommen? Wo ist sie? Haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Hey, ich suche eine junge Frau. Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt,
hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Ah, okay. Schon länger nicht mehr. Alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Ach, erst ins Arbeiterunruhen, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten. Diese ganzen Kakerlaken. Diese Idioten. Man sollte sie absaufen lassen. Die Herde aus, denn. Also, das ist jetzt aber darwinistisch. So hatten deren Fanker. Darwin. Charles Darwin. Für die 50 Hau ab! Hau ab! 3, 2, 1, 2, die Zehen berühren! Schwert dir her, Kunis! Jawohl! Betteln verboten, Kumpel, hast du die Schilder nicht gesehen? Da liegt noch was. Oh, soll das den ganzen Tag dauern? Ich. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben. Ladies. Young Ladies, wirklich ein Jammer, dass dem keiner eine hübsche Badehose kauft. Vielleicht sollten wir beide einen Spitz. Was für ein Leben. Mutter wird das niemals erlauben. Mutter wird nicht gefragt. Mutter immer gefragt. Ich bin mein Eigen. Ey, Kleine. Kleine. Da ist die schöne Kleine. 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 Elisabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja, wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Aber wahr. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Rechts, links und springen. 2, 3. Mr. DeWitt,
Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Oh, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt. DeWitt, hier. Sehen Sie mal. Vogel? Na, was oder denn? Den Käfig. Ach, die oder zwei vielleicht mal den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie? Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann nicht... Ich sag den Linken. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Mein Tipp war der Vogel. Wenn du ein schlechter Verlierer bist, mache ich das nicht mehr. Oh mein Gott. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. So, und diese Gelegenheit nutzen wir und diesen Ausblick nutzen wir, um heute Feierabend zu machen. Ich denke mal, den Vogel, der wird sich wie ein grüner warten. Wie ein roter Faden durch das Spiel ziehen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Nils Feierabend. Okay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.